Keine Bewegung, es sei denn, niemand möchte, dass ich die Birne wegpusten soll. Jula! Oh, bitte. Bitte erschießen Sie mich nicht. Ich gebe Ihnen so viel, wie Sie wollen. Was soll das? Glaubst du, dass ich Kohle will? Denkst du, dass es mir darum geht? Ein großer, wütender Schwarzer kommt rein, marschiert und schwenkt eine Kanone durch die Gegend. Und du nimmst an, dass sie die Bank ausrauben will? Ich will keine verfluchten Almosen. Ich will einen gottverdammten Job, du Schlampe! Was haben Sie gesagt? Du hast mich verstanden! Einen gottverdammten Job will ich! Kapierst du denn nicht? Wenn du mir Geld gibst, ist mir damit nur kurzfristig gedient. Aber ein Job, der würde mir helfen, wertvolle Kompetenzen zu entwickeln und Erfahrungen zu sammeln. Das ist so, als würde man einem Mann das Angeln beibringen. Also halt mich nicht länger hin. Beweg deinen verdammten Arsch darüber und besorg mir einen 40-Stunden-pro-Woche-Job. Alles klar? Mit bezahltem Urlaub und Bonus, du mieses Stück Scheiße. Du Miststück. Und ich will dich nicht nochmal fragen müssen. Beweg deinen Arsch jetzt darüber. Na los, ich werde das nächste Arschloch in der Schlange bedienen. Du da, nimm aprikofarbenen Fummel, beweg deinen scheiß Arsch hier rüber und zwar sofort. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte diesen Check bitte auf mein Sparkonto gutschreiben lassen und dann muss ich noch 5... Ja. Doch jetzt halt erstmal einen Moment die Klappe. Ja, aber selbstverständlich. Scheiße, was machst du da, Lisanne? Telefonierst du mit den Bullen? Nein. Scheiße, wenn das die gottverdammten nein, Bullen sind. Nein, ich schwöre, ich habe nur mit einem Kontoinhaber gesprochen. Er wollte einen Rat wegen eines Geldtransfers. Bring dich um, du Schlampe! Scheiße, wer ist da dran? Bist du ein Bulle? Mhm. Lassen Sie mindestens 500 drauf, damit Sie keine Gebühr wegen Unterschreitung des Mindestbetrages zahlen müssen. Und mit dem Rest gehen Sie auf ein Tagesgeldkonto mit zusätzlich 2% Zinsen. 3, wenn Sie über 3.000 auf dem Konto haben. Korrekt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Sir. Es war mein Vergnügen. Und Sie können uns jederzeit anrufen, falls Sie weitere Fragen haben sollten. Lisanne, tut mir leid. Das war mein Fehler. Ist schon okay, kann jedem mal passieren. Bewaffneter Gangster. Ich habe Sie beobachtet und ich muss schon sagen, ich bin sehr beeindruckt. Wie wär's, wenn Sie unser neuer Chef der Kundenbetreuung werden? Ach, Mr. P, das wäre mir wirklich eine scheiß Ehre. Dafür werde ich Ihnen eine Zinsgarantie für 12 Jahre geben. Dafür kriegen Sie 8%. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Alle runter auf den Boden! Verdammte Scheiße, runter, Leute! Krieg sofort die Kohle raus! Ein bisschen Beeilung! Beeil dich, verdammte Scheiße! Was machst du denn da? Willst du selber klauen? Kümmer schon! Du sollst dich beeilen, blöde Schlampe! Steck die Kohle in die Tüte und zwar die ganze, na los! Mach die Tüte mit der Kohle voll und niemand von den anderen rührt sich! Beeil dich, Scheiße, beeil dich! Mach die Tüte voll! Was jetzt? Du machst mich krank, Arschloch. Willst die Kohle der anderen Leute, anstatt dich selbst aus der Scheiße zu ziehen, und zwar durch harte Arbeit. Warum besorgst du dir nicht einen Job wie alle hier?